Am 10. März öffnete im Kulturhistorischen Museum Rostock die Ausstellung Bürgerbauten, Glaubensburgen, Rostocks vier Pfarrkirchen. Der Andrang der Besucher war so groß, dass aufgestuhlt werden musste. Die Ausstellungsmacher betonen die Bedeutung der vier großen Gotteshäuser für die Bevölkerung und für das Selbstverständnis einer Stadt. Pfarrkirchen waren Zentren einer Stadt im Mittelalter. Darum versammelte sich die Gesellschaft geistlich, geistig, aber auch politisch und wirtschaftlich und kulturell waren Zentren. Die Orte waren die Pfarrkirchen, die Zentren, um die sich die Gemeinde und die Bürgerschaft versammelte. Und Rostock hatte vier Stück davon, weit mehr als die meisten deutschen Städte. Und eine der beeindruckendsten Skylines im Ostseeraum überhaupt. Historische Stadtansichten Rostocks zeigen die Kraft und Ausstrahlung der kirchlichen Bauten. Jedes Quartier der Hansestadt bemühte sich um seine Kirche und wetteiferte mit den anderen um die schönsten und höchsten Kirchbauten. Marienreich, Jakobi gleich, Nikolai arm, San Petri, Gott erbarm. Dieser alte Rostocker Spruch über seine Kirchen spiegelt sich auch in den Ausstellungsstücken wider. Umso wohlhabender die Gemeinde, desto kunstfertiger und edler die Ausstattung des Gotteshauses. Eine besondere Rolle spielte die Rostocker Universität in der Kirchengeschichte der Hansestadt. Ja, einmal sind wir eine päpstliche Gründung und die Gründung der Universität fand 1419 in der Marienkirche statt. Die Universität, das Hauptgebäude, gehört zum Kirchspiel der Jakobikirche. Da gab es damals Überlegungen, ob nicht das Domkapitel gewissermaßen zur Finanzierung auch der Universität beiträgt. Das wurde allerdings verhindert, nachdem ein Dompropst auf offener Straße erschlagen wurde, sodass erstmal wieder der Kirchenbann über Rostock ausgesprochen wurde. Und so hat natürlich auch die Universität einen ganz wesentlichen Anteil gehabt dann an der Reformation. David Chytraeus, einer meiner Vorgänger, hat auch die Academia in die Reformation gebracht und umgekehrt die Reformation in die Academia gebracht. Und deswegen ist auch die Geschichte der Universität Rostock ganz eng mit der Kirchengeschichte in Rostock verbunden. In den Bombennächten des April 1942 während des Zweiten Weltkrieges wurden Rostocker Kunst- und Kulturschätze in einem unvorstellbaren Ausmaß zerstört. Drei der großen Gotteshäuser waren fast vollständig vernichtet. Die Ruine einer der vier Hauptkirchen, der Jakobikirche, wurde nach dem Krieg gesprengt und abgetragen. Heute gibt es vor Ort zwischen der Kröpeliner und der Langenstraße einen Platz für das Gedenken an das Bauwerk. Die Grundrisse treten deutlich hervor. Der Platz soll zum Ausruhen und Verweilen einladen. Ein Konzept, das nicht aufgeht. Die Rostocker meiden das Areal. Besucher der Stadt finden es unattraktiv. Für den Studiengang Innenarchitektur der Hochschule Wismar war dieses Negativbild Ausgangspunkt für studentische Experimente mit dem Platz. Diese Experimente sind Teil der Ausstellung. Es ist natürlich auch ein sehr schwerer Platz. Er hat es nicht leicht in seiner Umgebung, denn es ist der nahegelegene attraktive Universitätsplatz da, die attraktive lange Straße, die Einkaufsstraße. Und insofern lohnt es sich schon, einfach darüber Gedanken zu machen, wie man an diesem Ort, mit diesem Platz umgeht. Am wichtigsten war eigentlich, auf die Geschichte einzugehen, auf die Jakobikirche an sich. Und hauptsächlich habe ich bei meinem Entwurf mich auf die Turmruine konzentriert und mich daran auch orientiert und dementsprechend den Entwurf dann gestaltet und eben einen Turm wieder entworfen, der individuell nutzbar ist. Heute sind Rostocks Kirchen nicht nur Orte des Glaubens, der Erinnerung oder der Mahnung. Sie sind touristische Attraktionen und Orte der Stadtkultur. Mehr Bürgerbauten als Glaubensburgen?